Falsche Kamera. Kann ja mal dem besten Werwolf-Katzenmann passieren. Viele Leute fragen sich, warum wurden eigentlich Notebooks erfunden? Ey, jetzt weg, ihr Scheiß-Zombies! Ich habe euch schon gesagt, ihr gehört hier nicht rein! Ihr sollt im Hof aufpassen, dass hier keiner einbricht! Wer hat die Zombies reingelassen? Harald! Noch einmal lässt du die Zombies rein! Ohne Scheiß! Liebe Mies. Die kacken überall hin und denen fällt ständig irgendwas ab! Hier, Maus! Das ist doch nicht mehr lustig jetzt! Harald! Schokoriegel! Ja, folgendes wollte ich sagen. Als Tim Feldner und Christian Imler gestorben sind, wurden sie in einem Sarg beerdigt. Der war allerdings sehr klein, der Sarg, und deswegen konnten sie ihren Computer nicht mitnehmen. Aber sie wollten natürlich weiterhin Zelda zocken. Deswegen brauchten sie einen kleinen Computer. So wurde der Laptop erfunden. Heute zeigen euch Christian und Tim die schönsten Laptops, die sie in ihrem Sarg so fortzufinden wissen wollen. Haben. Tun können. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Packard Bell gastiert heute bei uns im Max-Bereich. Wir sind nämlich über die Webseite packardbell.de gestoßen und haben da folgendes Bild gesehen. Das wollen wir natürlich mit euch teilen, deswegen werfen wir einfach einen kurzen Blick auf eben diesen Bildschirm. Wenn man momentan die Seite packardbell.de ansurft, kriegt man nämlich unter anderem dieses Bild hier zu sehen von einem der aktuellen Limited Edition Versionen des Easy Notes Notebook. So ist Easy es. Note Notebook. Easy Notes, ja, so heißen Notebook. Sie. Gibt es drei verschiedene Varianten von. Wie das Ganze im Detail aussieht, erfahrt ihr, wenn ihr da draufklickt. Denn dann kommt ihr auf diese Seite hier. Und da gibt es nämlich einmal die 12 Zoll Limited Edition in Lime Green, in diesem schönen Grün gehalten, wie man das hier gerade schon sehen kann. Ansonsten sehr stylisch in Weiß. Dann Orange. Ja, Orange den habe ich mir quasi direkt mal unter den Nagel gerissen. Nennt sich EasyNote MB88 oder 89, gibt es in verschiedenen Varianten. Und dann haben wir hier noch EasyNote SB88, 89 in Chocolate Dark. Den habe ich mir einfach mal geschnappt, denn das ist das größte Modell. Wir haben also ein 12 Zoll, ein 15,4 Zoll, das hast du bei dir stehen. Ja. Und ich habe dann bei mir das 17 Zoll EasyNote Notebook, SB88-89. Wie die ganzen im Detail aussehen, schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich würde sagen, wir fangen mit deinem an. Ja, genau. Du hast hier, wie gesagt, das Orange Limited Edition. Ja, sieht man hier schön am Rand. Orange sieht sehr cool aus, finde ich. Voll. So ein bisschen Farbe da reinzubringen. Also weiß finde ich sowieso immer sehr schön. Und was man jetzt natürlich nicht vergessen darf, man ist an der Seite orange und man hat hier diese schöne leuchtende Leiste. Die kann ich nämlich an- und ausstellen, wie ich möchte. Die ist jetzt so auch schon orange und dann leuchtet die nämlich noch. Das finde ich, sieht sehr cool aus. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, gerade wenn man irgendwie im Dunkeln irgendwie noch auf dem Bett sitzt und mal kurz E-Mails checkt oder so, finde ich das ganz nett. Ja. Dass man quasi die Beleuchtung noch zusetzt. Ja. Lass uns ein bisschen so auf die Optik noch eingehen und danach mal auf die Komponenten zu sprechen kommen. Du hast jetzt 15,4 Zoll. Mhm. Das Ganze, wie gesagt, komplett in Weiß. Ansonsten können wir ja mal noch so ein bisschen auf die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten angehen. Wir haben hier an der Seite erstmal natürlich Sound. Dann haben wir, glaube ich, drei USB-Slots. Ich sehe es jetzt von hier nicht. Ja, es sind drei, genau. Also das ist auch gut. Es ist nicht nur zwei, weil sonst fehlt immer einer. Finde ich, drei sind super. Es sind drei Stück. Und hier haben wir dann DVD-Laufwerk bzw. DVD-Brenner. Und hinten geht es dann eigentlich mit den eigentlichen Schmankerln weiter, wenn ich das so sagen darf. Denn hier haben wir einen DVI-Ausgang, der bei mir, bei meinem 17 Zoll, noch um einen HDMI-Ausgang erweitert wurde. Und das finde ich echt eine coole Geschichte. Das werden wir uns gleich natürlich noch angucken. HDMI, ne, wo du das jetzt gerade sagst. Ding, 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 ding. Ach, du hast HDMI, ja. Aber an der Seite. Habe ich an der Seite, genau. Da war man schlau, hat gedacht, wenn das ein bisschen kleiner ist, dann packt man es hier an die Seite. Genau. Dann haben wir noch einen eSATA-Anschluss, das natürlich im Zeitalter von immer schneller werdenden Datenaufkommen oder größer werdenden Datenaufkommen sehr wichtig. FireWire natürlich mit im Programm und ein 4-in-1 Card Reader. Genau, kann man ja auch immer gut gebrauchen und nicht nur für eine Karte, sondern direkt für mehrere. Also ist schon gut ausgestattet. Ansonsten von den Knöpfen her relativ typisch gehaltenes Tastaturlayout von Notebooks. Und eine 10er-Tastatur, finde ich auch super. Genau, also, das ist natürlich angenehm, das dabei Notebook zu haben. Hier oben dann noch Knöpfe, einmal um WLAN direkt zu aktivieren oder deaktivieren. Daneben so ein Echo-Modus, das ist quasi der Sparmodus. Wenn man das Ganze also per Batterie bzw. Akku betreiben möchte, dann kann man damit so ein bisschen das Licht dimmen und damit wird dann weniger Strom verbraucht. Natürlich geht die Leistung auch ein bisschen runter, aber das ist natürlich normal. Und daneben der eben angesprochene Knopf, um das ein bisschen heller zu machen. Ja. Lass uns jetzt ein bisschen über die verbauten Komponenten reden. Wir haben uns natürlich ein Programm auf den Rechner gezogen. Cysoft Sandra nennt es sich.
Oh, pass mit den Haaren auf. Ja, ich sehe so schlecht, deswegen muss ich mir die leider mal festhalten. Um uns das mal ganz genau im Detail anzuschauen und um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, während du vielleicht Size of Sandra lädst, was übrigens kostenlos ist, könnt ihr bei eurem Rechner auch einfach mal machen, wenn ihr nicht ganz sicher seid, was da alles so verbaut ist, dass da echt schicke Komponenten eingebaut wurden. Genau. Gerade auch für Gamer sehr interessant. Ja, ist auch eine gute Grafikkarte drin. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Ja, gerade bei Notebooks wird das auch immer interessanter, dass man da so ein bisschen aufrüstet. Und wenn wir beim Prozessor oben anfangen, sehen wir, da ist ein Intel Core 2 Duo T7500 mit 2,2 GHz verbaut. 2 GB RAM haben wir mit drin. Das ist natürlich eine schicke Geschichte. Wenn wir noch ein bisschen weiter runter scrollen, kommen wir dann zur Grafikkarte. Und da sehen wir es, Nvidia GeForce 8600, Die Mobile-Variante von der GS-Version. Gibt es natürlich noch eine GT-Version, aber hier jetzt die GS-Version verbaut. Festplatte Seagate 150 GB, reicht, denke ich mal, auch aus. Und du bist gerade noch über einen Punkt, der ebenfalls sehr schick ist, genau. Und zwar DVB-T. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich auch Fernsehen schauen. Sozusagen. Vor allen Dingen auch unterwegs. Ne? Das ist ja das Coole. Wenn man schon ein Notebook hat und irgendwie unterwegs ist, dann kann man eben auch da dann ein bisschen Fernsehen genießen. Das ist definitiv eine schicke Geschichte. Und man hat natürlich noch allerlei Software-Packages mit dabei. Da werden wir jetzt allerdings nicht so detailliert drauf eingehen. Wir schauen uns gleich noch das größere Modell an. Spielen natürlich auch mal ein Spiel, und zwar Crysis. Und dann könnt ihr euch selbst davon ein Urteil bilden. Ansonsten alle weiteren Infos auf packardbell.de. Igor! Die Katze, ich langweile mich! Ja, Meister! Hier, deine Winterkatze mit den einsamen Stunden. Aber da du fünf Liter der kleinen Pussy, ne? Und nicht alle auf einmal essen. Igor! Igor! Der Teller! Entschuldigung. Entschuldigen Sie, dass ich Sie an meinem Privatleben teilhaben lasse. Oh, dieser Rotz. So, was wollte ich sagen? Was machen wir denn da nochmal? Ach ja, Undying. Undying im PC-Bereich. Viel Spaß. Viel Spaß. Igor, der Teller. Meine Fresse, so furchtbar ist es mit diesen... Aber wir haben doch einen Teller. Merci. Da habe ich extra vorhin... Zieh dir das rein. Ich habe persönlich den Lebkuchenmann geköpft und ihn auf einem Teller serviert. Ja, das ist unbackbar, was du machst. Unbackbar. Ich bin übrigens Jason und wie ihr vielleicht gemerkt habt, in meinem Film rede ich kein Wort. Das liegt daran, ich bin Österreicher und deswegen rede ich im Dialekt. Kein Problem. Ja, das ist ein Wahnsinn, super. Das ist echt leibend, was du machst. Schaut super aus, aber ich muss sagen, der Möhrenkopf-Wappler-Doktor da schaut aber auch nicht mehr so gut aus. Ja, er hat ein bisschen einen komischen Tenor im Geschmack. Aber es ist ganz gut. Lecker. Weltklasse. Steigen wir ein in Undying, Spiel von Clive Barker, im alten Hans, und wir sind mal direkt gleich dabei, die Piraten, und wir werden jetzt gleich die Sache da regeln. Wir haben auch verschiedene Waffen zur Verfügung, das schaut folgendermaßen aus. Das ist ein bisschen ein Crysis, kennst du Crysis? Nee. Kimball bald außer, ist ein super Ego-Shooter, Kimball. Bald. Midlife Crysis. Oh, nee, nicht Midlife Crysis. Nee, Crysis. Ist ein Spiel von Crytek, und das ist echt ein Wahnsinn, und unpackbar. Und man hat verschiedene Waffen, natürlich auf Erben und auf verschiedene Zaubersprüche zur Verfügung. Und ich nehme jetzt einfach mal den Skullstorm. Das ist ein Politiker aus Österreich, der Skullstorm. Und da werden wir jetzt gleich weitermachen. Man kann da nämlich Köpfe rauschen lassen. Zeig's gleich, Moment. Mensch, Jungs. Da. So, also jetzt nehmen wir ja auch hier die Shotgun, damit wir hier weiterhin... Da müssen wir aufpassen, denn die sind quasi hier in diesen Steinfenstern, die Piraten. Und haben hier Molotow-Cocktails. Die brennen wie Scheiß. So. Ah, jetzt kommt schon der Erste. Der schießt auch auf mich. Sehr schön. Ganz schön dunkel, das Spiel. Stimmt. Weg mit dir. So, übrigens, das Spiel ist ab 16 freigegeben. Es ist wirklich ab 16 freigegeben. Und jetzt laufen wir... 16 Mal gestorben. Und dann war... Oh, meine Shotgun muss ich nachladen. So.